Hallo meine Lieben, hier ist wieder der Player with Heart and Soul. Heute geht's bei Resident Evil 7 weiter. So, beim letzten Part haben wir ja gesehen, dass wir mit Mia spielen dürfen. Schauen wir mal, wo uns die Reise diesmal hinführt. In diesem komischen Schiff. Ich denke, viel wird nicht passieren. Wir haben ja keine Waffe. Wer ist das hier? Das ist Ethan schon, oder? Und der wird verschleppt. Haben wir hier eine Karte? Ah ja. Eine rostige Türe. Ach, eine Taschenlampe hat sie. Na, hier fehlt hier vielleicht was schon wieder. Dass wir es finden müssen? Nö. Na, so, ist klar. Und das auch nichts. Au. Kurzzeitig das Bild, wie das Schiff mal ausgesehen hat. Ja, was war das? Da tropft schwarzer Schleim runter. Und es geht weiter nach oben, oben. Ja. Was haben wir hier drin? Eine Schublade mal. Leer. Was haben wir hinten? Nichts. Eine Tafel. Können aber nichts malen. So, noch gar keine Gegenstände hier. Und die Tür geht nicht auf. Okay. Aber, ah, hier ist das auch nicht. Vielleicht irgendwo ein geheimer Schalter hier. Auch zu. Es muss also dieser Raum sein. Und hier. Dass da nichts drin ist. Ja, jetzt hängen wir wieder. Oh nein, jetzt geht's weiter. Ah, jetzt ist es offen.
Nachdem wir einfach hier blöd rumgelaufen sind. Eigenartig, eigenartig. Na, zum Glück gibt es bloß einen Weg. Oder? Ja. Kann man sich wenigstens nicht verlaufen. So, jetzt laufen wir hoch, dann wieder runter oder fallen runter. So. Da geht es nicht lang. Muss es da hinten lang gehen? Oh. Mal wieder eine Türe und was zum Lesen. Aber auch nicht viel. Sie ist nicht mein Kind. Frage mich auch, ob wir noch mal ins Haus zurückkommen. Weil da waren noch Türen zum Öffnen, finde ich. Ja, auch leer. Zum Beispiel eine Türe fällt mir ein mit dem Cremeschlüssel. War, glaube ich, eine. So. Tot. So. Wieder aufstehen hier. Ja. Muss jetzt richtig sein. So, bisschen wieder Frischluft, oder? In diesem kaputten Schiff. Sehr interessant, was das Schiff so Länge hat. Sollte man natürlich auch wissen. Oh, das ist die Kleine, was wir auch schon gesehen haben. Ja, was ist das? Ja, wie kommen wir da nach oben? Na, hier ist die Leiter. Schaut alles so gleich aus. Wieder eine Leiche. Und da unten ist irgendwas. Oder ist das nur das Licht von oben? Nee. Komisch. Ah, hier braucht man was. Was haben wir denn hier als Objekt? Seltsame Flasche. Scheint wichtig zu sein. Ah, Gegner, Gegner, Gegner. Ohne Waffe. Uhohoho. Ah. Ah ja, ganz toll. So, Tür zu. Hier muss jetzt irgendwann eine Waffe kommen. Ja, schon mal ein Kraut.
Aber mehr nicht. Raus und da links gleich, falls das Viech immer noch da umeinander hängt. Ah, braucht man wieder was zu finden. Oh, da hinten ist ein Viech. Ja. Schnell da rein. Puh. So, Schublade. Leer. Der hält seine Hand da dran. Ne Pistole mit 2 Schuss. Speichern wir mal. Ahaha, sie können nicht unendlich neue machen. Jetzt wissen wir das auch. Dann nehmen wir halt die Nummer 1. Hauptsache ich überschreibe nicht den, wo ich am Bosskampf so viel Munition verbraucht habe. Da hinten gibt es noch 2 Türen eigentlich, oder? Schauen wir mal die Richtung. Ach komm. Oh Mann. Ich hab doch noch gar nichts. Aber wie dummes Viech, ja, kommt auch noch hinterher. Ja. Immer noch. Ja, 2 Patronen. Wie toll. Kann nichts lesen. Oh, Mann. Bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Blödes Viech. Oh. Da gibt es noch eine größere Tür hier, oder? Ja. Hier waren wir noch nicht. Ja, klar. Warum müssen hier Gegner sein? Nee. Irgendwo eine Sicherung zum Einsetzen. Schlüssel. Da hinten. Da unten ist das Ding abgebrochen. Ah, hier. Sicherung. Ja. Hier geht's weiter. So. Ja. Treppen, Treppen, Treppen. Also die Gegner hätten echt nicht sein müssen. Ah, das kleine wieder, oder? Sieh's dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Oh, wieder ein Video zum Anschauen. Na, dann schauen wir mal wieder. Top Secret.
Dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, das ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Ah, wir haben eine Waffe hier. Munition und was zum Lesen. Okay, so wenig Infos, aber wir sind auf dem Schiff, wo es noch intakt war. An der anderen Seite verschlossen. Oh, was ist das? Wir müssen was finden wohl. Ein Motion Tracker kommt mir ja sich fast vor wie bei Aliens. Pillen. Aha. War ja klar. Gibt da unten noch was? Ja. Gutes Auge. So. Braucht man wieder was? Hier auch. Kraut, ne? Hat ausgeschaut wie Essen. Pillen. Diese komischen Westen wieder. Na, kommen wir näher. Acht. Ja. Aufzug. Soll ich mich erst auf dem Deck umschauen? Machen wir doch. Das ist der Startpunkt. Karte hoffentlich. Ah, da hinten ist noch ein Raum. So. So, hier rein, oder? Aber die Tür war doch zu. Ah, aber Munition übersehen. Ich hoffe, kann man das... Ah, wegschnippeln? Nö. So, schauen wir mal, dass wir näher kommen. Und schauen, 14,
Ja, hier. Da hinten geht's auch noch darüber. Rüber. Da mal schauen. Nee, das war ja. Oder? Ja, die war zu. Will die Karte. Oder was auch immer, Schlüssel? Hier ist Spike entfernt. Okay, hier sind wir näher. Vielleicht können wir jetzt einen Aufzug rufen. Habe ich doch. Hier ist die niedrigste Zahl eigentlich. 8, 7. Oder ich habe noch was im Startraum vergessen. So, der war doch gleich hier. Das habe ich gerade gelesen, ja. So. Hier geht schlecht. In der Kiste. Vielleicht. Nee, war auch leer. Ah. Das ist doch jetzt wieder was. Kann eigentlich bloß dieser eine Raum da hinten sein. Aber keine Ahnung, wie man den aufkriegen soll. Ah, jetzt schon was übersehen. Wo sind wir jetzt hier? Ah, im verschlossenen Raum. So. Steht jetzt. Ah, Evelyn finden. Gibt's hier noch was? Na, jetzt geht die, entriegelt ja. Ah, vielleicht komme ich jetzt durch die schwarze Tür da. Ah, vielleicht der Aufzug, der Aufzug. So, wo warst du? Ne, jetzt wieder die Tic-Tac-Uhr. Ah, Gegner mal. So. Schon tot? Gutes Gewehr. So, Aufzug. Jetzt geht der Aufzug. Bestimmt Gegner im Aufzug. Ah, Fehlschätzung. Uahaha, richtig Schätzung. Und weg mit dir. Weh, du lebst noch. So. Keine Reaktion. Ah. So.
So, S2. Karte haben wir. Gut. So. Ja, können wir es rumlaufen? Ja. Also schon besser als ohne Waffe, wie mit der Mia. Oh, das ist einer mit dieser tollen Hand. Der braucht bestimmt ein bisschen mehr. Und naja, Schlüssel, Schlüssel. Also das wird ein längeres Video. Bombe mit Pfandzünder nehmen wir doch. Na, genau. Höre ich da einen Gegner da unten? Schatten. Was gesehen? Nee. Ja, da oben. Hat schon was getötet hier. Da hinten noch einer. Oh, wir kommen näher, oder? Aber. Ah. Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch das Schloss aufzuschmeißen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. Das Gepäck. Oh. Eine schöne Kiste mal. Na, Chemikalien gibt's ja auch. Mittel. Ah, Bombe. Schauen wir mal, ob man das aufkriegt hier. Mit Ätzmittel. Ja. Bist du böse auf mich, Mami? Nein, Evie. Ich bin nicht böse. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Wo bist du, Evie? Ich hoffe, dass ich nicht die anderen Türen öffnen muss. Wo bin ich dann? Da geht's nicht, da geht's nicht. Da hinten ist noch was zum Aufschmelzen. Ach, da. Evie, warte. Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? So, und ich sehe gerade auf die Uhr, es sind wieder 30 Minuten vorbei. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, euer Player Vesalen Soul sagt Tschüss, bis zum nächsten Part von Resident Evil 7. Ciao!